Zurück zu M2. Ich befinde mich gerade hier vor dem Maze Bank Tower hier von dem Lukas. Er baut da schön so ein bisschen rum. Was hat er da geschrieben? Ach ne, gar nichts. Gut. Oh, da muss so einiges gemacht werden. Zieht euch das mal rein. Aber ist ein großes Projekt. Aber ich finde es cool, wenn man sich so große Maßstäbe setzt und das dann auch zu Ende baut. Das finde ich besonders cool. Gut, liebe Leute. Dann habe ich jetzt heute mal was vor, was ich vorstellen möchte. Ich habe das im Kopf hier. Aber bevor ich das vorstelle, nehmen wir uns das nochmal hier vor. Was ist denn das hier? Das ist ein kleiner Flughafen anscheinend. Gut, das Flugzeug kommt mir sehr bekannt vor. Findet ihr meine Tutorials? Ein bisschen Eigenwerbung darf immer sein auf meinem eigenen Kanal. So, dann machen wir erstmal den roten Balken weg. Aber cool, dass ihr wieder am Start seid. Freut mich echt hier. Auch generell ganz cool, dass ihr dieses Projekt so feiert und das so gut findet und auch schön verfolgt. Das freut mich super. Das freut mich super. Geiles Deutsch. Ja, schönes Flugzeug. Schöne Landebahn. Ja, ist ein kleiner Flughafen. Da haben wir wohl den Tower. Oh, ich mache erstmal da oben den Ketchup-Balken weg. Wut. Zack. Ja, ist noch einiges am Platz hier, ne? Ah, das ist doch von Era hier, meine ich, ne? Stimmt. Gut. Wie kommen wir denn hier rein? Hier unten war ein kleines Loch namens Tür. Oh. Okay. Ich würde mal hier so ein paar Fackeln hinsetzen. Und den Boden. Der Boden muss raus, weil das sieht hier so alles so halbfertig aus. Das mag ich ja gar nicht, wenn hier so ein Grasboden in so Gebäuden ist. Einfach einen anderen Boden reinsetzen, dann sieht das fertig aus. Weil so sieht das immer nur so halb aus. Nehmt euch Zeit für eure Gebäude. Ne? Die Zeit kriegt ihr auch, wenn ihr nicht so oft auf den Server kommt. Aber ihr kriegt das schon zu Ende gebaut. Dafür sorge ich dann. Gut. Oh, hier ist nicht wirklich was drin. Ne? Olli? Bisschen mehr Liebe fürs Detail. Das wäre nicht schlecht. Guck mal an da. Was haben wir denn da? Das weiße Haus sieht auch ganz cool aus. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Wir konnten ja nicht allzu viele sehen. So. Tür zu. Eine Feuerwache hat er gebaut. Ah, Olli, da hast du meine erste Feuerwehr gebaut, die ich in meinen Tutorials habe. Heutzutage baue ich die Feuerwehren anders. Ich habe ja eine neue Feuerwehr in den Tutorials. Der könnt ihr ja mal abchecken. Die sieht wesentlich besser aus. Sieht mehr amerikanisch dann aus. So. Oh, Olli, was ist denn hier los? Falschen Balken genutzt? Ah, warst du nicht so konzentriert bei diesem Bauwerk, oder? Was hast du da stehen? Von Olli. Ja, Feuerwache. Aber cool mit dem Helipad hier. Kann man hier auch rein? Ach, von der anderen Seite, ne? Für gewöhnlich lassen sich diese Tore ja nicht öffnen. Hä? What the fuck? Ach, da! Einmal komplett rumgeflogen. Natürlich, ich wollte euch das erstmal zeigen. Das sieht ganz schön aus, auch mit dem Dach hier. Zentrale. Oh, steht direkt hier schon der Chef, oder was? Ja. Zentrale. Was haben wir hier? Küche. Oh, ja. Muss ja nicht so groß sein, ne? Für so 10 Mann reicht's ja. Schlafplätze. Oh, das ist geil geworden. Das gefällt mir gut. So richtig so ein Schlafraum. Ja. So. Ich könnte gar kein Feuerwehrmann sein, weil dann könnte ich überhaupt kein YouTube machen. Ah, guck mal hier. Cool. So die Feuerwehrrüstung. Ausrüstung. Cool. Ach, hier ist auch noch eine Tür an der Seite. Wie konnte ich das denn übersehen hier? Ich habe doch heute meine Sonnenbrille auf. Schön. Ja, die Feuerwache gefällt mir ganz gut. Ja, wie die gebaut worden ist, doch. Okay. Dann fliegen wir mal weiter. Ich möchte nämlich jetzt einen richtig tollen Bahnhof mal vorstellen. Muss gerade mal selber mich orientieren, wo ich jetzt hier bin. Ach, hier bin ich. Genau, hier können wir nochmal kurz vorab das World Trade Center vom Lukas. Das habe ich ja schon mal ein bisschen gezeigt. Und jetzt hat er da auch so Wassergraben drum gemacht. Das sieht dann, ja, sieht doch schon ein bisschen schöner aus. Ich muss mal gucken, war ich überhaupt schon mal unten drinne? Ach ne, hier war ich noch gar nicht so drinne. Stimmt. Da sind die Aufzüge. Ist einfach so ein bisschen einfach hier drin gehalten. Einfach, einfach. Genau, mehr Etagen hat das ja gar nicht hier.
Also man kommt nicht mehr nach oben. Gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Aber ein schönes Bauwerk, gefällt mir gut. Passt gut in diese Stadt rein. Würde ich ein professionelles Projekt machen, wo man ja, mehr, also professioneller baut, dann würde dieses Gebäude auf jeden Fall da einen Platz finden. Okay. Jetzt, wie versprochen, jetzt geht es erstmal ab zum tollen Bahnhof. Da gibt es einige schöne Züge auch zu sehen. Ne? Auf dem Bahnhof gibt es Züge. Das war sehr logisch und clever von dir, Screenfun. So, da weiß ich ja ausnahmsweise mal, wo der ist. Vom Gamer Cafe ist der Bahnhof und der steht schon ein bisschen länger da. Hat schon ein bisschen drauf gewartet. Was ist das denn für ein Häuschen? Komm, nehmen wir das auch nochmal mit hier. Boah, was leckt denn das hier? Warte mal. Oh ja, das leckt hier. Seht ihr das auch in der Aufnahme? Ich weiß, ihr müsst es eigentlich auch in der Aufnahme sehen. Wenn ich jetzt mal so schwenke. Ja, es hakt so ein bisschen. Was ist denn das für ein Häuschen? Habe ich das nicht schon mal gezeigt? Muss ich mal kurz gucken. Ey, warum ist hier kein Name dran? Immer die Namen dran schreiben. Boah, ist das einfach. Aber ist alles anscheinend drin. Wenn ich mir so die Räumlichkeiten so angucke. Nee. Wo ist denn die Küche? Eine Küche fehlt, ne? Oder bin ich dran vorbeigelaufen? Das kann natürlich auch sein. Das passiert mir öfters mal. Ach, guck mal, hier sind auch noch Türen. Upala. Noch ein Schlafzimmer? Ach, hier ist die Küche. Ah, natürlich. So, alle drei weg. Schade. Wem gehört denn dieses Haus? Wenn du zuguckst gerade, wenn du dieses Video siehst, schreib es doch mal in die Kommentare, dass das dein Haus ist. Ich weiß nicht, wem es gehört. Das ist auch ein geiles Grundstück hier. Das kann auch verbaut werden. Derjenige war auch lange nicht mehr da. Ist eigentlich auch schöne Größe, ne? Kann sich jemand einfach dran auslassen und ein schönes Grundstück bauen. Ist kein Problem. Das Krankenhaus, das kann ich auch nochmal zeigen. Aber jetzt zeigen wir erstmal, wie versprochen, what? Gamer Kevs Bahnhof. Lass dir's schmecken. Den Block so, was? Den Block abbauen plus Kuchen. Ja, natürlich, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und den esse ich für euch, liebe Leute. 10. Okay, cool. Blub, 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 blub. Da verschwinden die Blöcke alle. So, ich zeige euch den Bahnhof mal. So ein bisschen von außen, damit man den überhaupt erstmal als Bahnhof erkennt. Das sah ja gerade aus wie eine Lagerhalle mehr. So. Ja, wie so eine schöne Bahnhofshalle, das kann man schon so sagen, ne? Übrigens, das leckt hier in der Gegend ganz schön stark. Aber ich kann es doch ganz gut zeigen, ja, auch mit dem Bahnübergang. Ganz cool gemacht. Dann hat er den Zug hier auslaufen lassen. Als würde er in so einen Tunnel fahren, eine gute Idee. Da muss man sich nicht allzu viel Arbeit machen und über diese mega lange Map diese Bahn ziehen. Na, Züge bauen kann er ja wohl. Man erkennt es auf jeden Fall, dass das ein Zug ist, doch. Und dann gehen die Bahnschienen auch ganz gut gemacht mit diesen Rillen, ganz einfach. Ja, enden die halt hier. Gehen so ein bisschen so runter. Man kann es vielleicht, warte, ich kann ja mal Licht machen. Man kann es hier so ein bisschen erkennen, ne? Deswegen ist es gut, dass das dunkel gehalten hat hier hinten. Ich würde hier auch kein Licht reinmachen. So. Dann den schönen Zug hier. Boah, der ist aber auch lang, ne? Wut. Die Bahnübergänge. Ja. Was steht denn hier für ein Schild? Es leckt total. Ach, ich glaube, das habe ich auch mal geschrieben. Wir können ja mal in so einen Zug reingehen. Ich weiß gar nicht, ob er den ausgebaut hat. Ich habe ab und zu... Oh Gott. Ich habe... Und dann bei diesen Lecks hier reinzukommen. Alter. Richtige Mega-Herausforderung. Oh, gerade geschafft. Ah, cool. Er hat sogar schon sogar ein bisschen ausgebaut hier innen drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei so einem langen Zug. Ah, da hinten geht es weiter. Ist eigentlich, denke ich mal, alles gleich ausgebaut mit den Sitzen hier. Aber es muss ja auch alles gleich aussehen. Was haben wir hier? Die Fahrerkabine oder was? Cool, hier hat man auch eine coole Aussicht, ne?
Hier, Screen von der Lokführer. Kann man mich da durchsehen durchs Fenster? Oh, Alter, nee, das ist ja Pixelbrei vom Peinz, vom Feinsten. Vom Peinsten. So, ist mein Aufnahmeknopf gedrückt? Ja, boah, zum Glück, ey. Was hätte ich jetzt hier umsonst geredet? Hätte ich mit der Wand geredet. Gut, dann gehen wir mal rein in die Lagerhalle. Auch schön mit dem Grün und so gemacht. Das gefällt mir gut. Ist das derselbe Zug? Das ist dieselbe Zugmaschine vorne, ne? Aber die sehen ein bisschen anders aus, die meine ich, oder? Die alle so ein Spitzdach. Nee, der sieht ein bisschen höher aus hier. Schön. Wenn jemand nicht weiß, wie man Züge bauen kann, kann er sich hier was abgucken. Oder er guckt in meine Tutorial-Playliste. Obwohl, die sehen auch ganz gut aus, ne? So, was hat er denn da hinten noch für einen Zug? Das so ein, ist das ein ICE? Ich glaube, das ist ein IC. Guck mal, hier hat er auch diese Stopper gebaut, auch ganz gut geworden. Da haben wir diese typischen Zugstopper gebaut. Ich glaube, das ist ein ICE. Kann man den, so kann man den auch bauen, ne? Mal kurz reingehen. Oh, der geht aber lang durch. Ich habe keinen Sitzplatz. Ich gehe wieder raus. Okay. Ist er hier noch gebaut? Ach, so ein Übergang. Damit man auch zu den Gleisen kommt. Ah, logisch, ne? Muss man ja auch. Ach, guck mal hier. Kannst du so eine Treppe runterlatschen? Ja. Und hier war der Eingang? Ach, ich bin Fisch. Ah ja, passt ja. Hier ist die Straße direkt. Und dann kann man hier direkt reingehen. Hat er, herzlich willkommen am Bahnhof von GamerCave. Ja, da haben wir es nochmal schwarz auf weiß hier. Da, auch nochmal. Oh, das ist so eine schöne Fläche. Ich würde hier noch irgendwas dran machen. Irgendwelche Bepflanzungen oder Parkplätze. Oder du schreibst hier Bahnhof dran oder sowas. Man hat hier so viel Fläche. Man kann hier viel rausmachen. Oder ein Muster dran machen. Sieht sonst ein bisschen eintönig aus. So. Hier hinten haben wir doch noch einen schönen Zug. Der gefällt mir. Ach, der gefällt mir auch gut, wollte ich gerade sagen. Was ein Egoist, das ist ja die aus meinen Tutorials, aber die gefällt mir wirklich gut. Ja, diese Straßenbahn ist das. Guckt euch die mal an. Schön. Vor allem die Türen stehen alle offen. Offen ist ganz gut. Screen Fun Express. Okay. Schön, dass er die auch in verschiedene Farben gebaut hat. Kann man auch gut machen. Ich finde, die sehen in vielen Farben super aus. Auch mit diesen Stromableitern da oben drauf. Sieht ganz gut aus. Gut. Schön durch lichtdurchflutetes Dach. Ich weiß noch, wo es damals Probleme gab, wo das Dach komplett so zu war, ohne irgendwie Licht. Dann haben wir versucht, oder er hat versucht, mit Lichtquellen zu arbeiten, aber es hat, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert. Ich finde das Ergebnis am besten mit Glas. Da kommt richtig viel Licht rein und es sieht auch zu aus. Oh, guck mal, jetzt ist die FPS gerade wieder besser gewesen. Bisschen flüssiger. Schade, dass das hier so ein bisschen ruckelig ist, aber ich denke, ich konnte alles gut zeigen. Schöner Bahnhof. Doch. Hat er gut hingekriegt. Hat er echt gut hingekriegt. Gut, haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Schön gemacht, Gamer Kev. Komm noch gerne mal wieder auf die Map. So, hier steht was, was schon richtig alt ist. Ich glaube, das ist mit eines der ältesten Sachen, die ich halt vergessen habe. Damals haben wir am Spawn gebaut und derjenige hat so weit außerhalb gebaut, da stand hier noch nichts, noch gar nichts hier. Von daher habe ich das immer übersehen. Und da ich jetzt gerade hier in der Nähe bin, muss ich das mal zeigen. Ich weiß nicht, wem es gehört, aber das ist schon richtig alt. Wahrscheinlich gibt es den Spieler schon gar nicht mehr hier auf der Map. Muss ich nochmal gucken. So. Dup, dup. Wer ist denn jetzt alles hier? Ich muss erstmal ein bisschen gucken. Sam, okay, Sam, komm rein. Familie Reeds. Komm, der ist schon so lange hier. Lass mal ihn nochmal hier bauen. Komm. So. Zwar ein bisschen abseits, aber. Lebst du überhaupt? Hallo? Hallo? Oder hat er mir eine Nachricht geschrieben? Muss ich mal kurz gucken. Nee, sieht nicht so aus. Hi. Ach, er lebt doch. Hi. Okay. Kriegst du hier einen Bauplatz? Hier hast du richtig viel Platz. Hi. Ich habe doch hier schon so einen Text vorgegeben. Ich schreibe jetzt keine langen Texte. Ihr kannst du bauen. So, mein Freund. So. Upp, ist er.
So, ist zwar ein bisschen abseits, aber es geht halt noch. So abseits ist das gar nicht. Das wird ja auch in Zukunft schnell zugebaut werden. Gut. Was hat er denn? Was ist das denn hier für ein Riesending? Für einen Garten oder was? Ach, jetzt fertig? Jetzt haben wir ja. Was hat er da geschrieben? Okay, ja, cool. Kein Problem. So, was ist denn das hier eigentlich für ein Erholungsgebiet? Sieht eigentlich ganz schön aus, ne? Ja, hier würde ich auch gerne abchillen. So ein bisschen grün. Wenn die Sonne scheint, noch schön heiß ist. Hier so ein kleinen Pool oder so ein kleinen See. Hier gibt es anscheinend noch was zu futtern. Was haben wir denn da? Pizza, Pommes, Würstchen, alles klar. Ich kann hier überleben, definitiv. Hier gibt es vieles. Essen, Trinken, Wasser, Sonne, Liegeplätze. Was will man mehr? Aber schade, dass hier nicht irgendwie ein Name steht oder so. Ich muss mal gucken, ob es hier irgendwo noch einen offiziellen Eingang gibt oder so. Ich sag ja, das steht schon so lange da. Nee, hier gibt es keinen Namen oder so. Vielleicht weiß irgendjemand, wer das hier mal gebaut hat. Sieht auf jeden Fall schön aus. Cool. Familie Rietz baut da. Wir TP'n uns mal kurz. Olli, da können wir auch schnell in die Stadt rein. Hi. Was denn du hier Schickes? Ah, Kuchenparadies oder was? Wo bin ich denn hier? Ach, er baut einen Weihnachtsmarkt. Das sehe ich ja jetzt schon. Wow, ist ja bald Weihnachten. Okay, liebe Leute. Ja, da bald Weihnachten ist, ne? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Schreibt doch mal euren Wunschzettel in die Kommentare. Also nicht, dass ich der Nikolaus bin oder das Christkind bin und euch damit beschenken kann, aber mich würde mal echt interessieren, was ihr euch so wünscht. Schreibt doch mal in die Kommentare. Vielleicht sind ja viele Leute dabei, die sich dasselbe wünschen. Kann ja sein, ne? Ist mir gerade mal eingefallen, weil ich gerade hier so die Geschenke sehe und so. Ja, haut's einfach mal in die Kommentare. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? So, dann gucken wir nochmal hier. Das steht auch schon länger, das Stadion. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Das gefällt mir ganz gut. Zwar ein bisschen klein, aber das sieht super aus. Und es ist schon mal ein richtiger Balken drüber. Also kann es noch gar nicht so alt sein. Vielleicht finde ich ja noch den Namen, wer das gebaut hat. Guckt euch das mal an. Doch, ich finde es ganz gut. Auch von der Form. Die Form ist super. Ja, die Aufgänge gehen wohl. Man hätte außen noch viel mehr machen können. Man kann immer noch viel mehr machen. Derjenige kann hier noch so viel machen. Man hat ja auch noch rechts und links Platz hier um das Stadion. Das ist ja nicht immer so. Viele Leute bauen ja auch ganz nah an den Stadien dran. Aber hier geht's ja. Ich fliege mal ein bisschen rum, ob ich noch irgendwelche Schilder mal hier sehe. Nee. Vielleicht ganz vorne, am Fronteingang, bei der Front. Hoppala, hier vielleicht. Ach, da ist ja Ida. Ach, hier sind wir. Ach, das ist gar nicht so weit weg, das Stadion. Okay. Was steht denn da? Kasse. Okay. Wir haben auf eine Karte auf dem Schwarzmarkt gekauft. Wir können hier so durchgehen. Okay, das sieht so ein bisschen unfertig aus, muss ich sagen. Ich würde das hier alles verkleiden noch, damit man das Glowstone sieht. Und die Eingänge, ich würde da vielleicht irgendwie Türen oder so reinmachen. Das sieht so ein bisschen zu offen aus. Aber so innen drin so, die Plätze, und das hat er sehr gut hingekriegt. Aber auch keinen Namen dran, liebe Leute. Macht doch einen Namen dran. So schöne Sachen. Ich zeige jetzt eure schönen Sachen, aber ich kann jetzt nicht sagen, wer das so schön gebaut hat. Schade, echt schade. Weil mir gefällt es ganz gut. Man kann hier noch richtig viel im Nachhinein bauen. Toll. So, dann gucken wir mal weiter. Der Lukas, ist er bei seinem Macebank Tower oder wo ist er zugange? Was passiert hier? Ach so, wir sind bei seiner Transrapid-Station da hinten. Okay. Keine Ahnung, was das Schönes werden soll, aber es hat eine schöne Form. Ja, sieht ganz schick aus. Gefällt mir. Der Lukas. Silverstar, auch mal wieder da. Freut mich. Hi, Gürkchen. Was machst du denn da? Okay. Muss ich erst mal gucken. Alter, was ist denn das für ein Riesenhaus? Kann das sein, dass das Haus mit den meisten Fenstern ist? Ich würde mal sagen, ja, ne? Das ist ja mal enorm. Was? Ja, ich komme runter. Ich gucke mir das mal an. Was ist denn das hier für eine Irrenanstalt? Ist das eine Klapsmühle? Da muss ich da gleich eingeliefert werden. Ach so, das habe ich doch mal gesehen. Achtung, dieses Objekt wird durch Dieter gehütet. Ja, das ist Dieter da. Guck, das ist Dieter. Aufpassen.
Passt auf, dass sie kein anderer baut. Aber ich kann leider nicht lesen, was hier draufsteht. Silvester, schreibst du mir doch mal bitte in die Kommentare, was das nochmal sein soll oder was da überhaupt draufsteht. Aber ist lustig mit diesem Dieter. Cool gemacht hier. Bist du das, der Silvester, oder wer gammelt hier rum? Ach, du bist das. Ah, cool. Ja, bin ich mal gespannt, was das wird hier. Siegertyp. Siegertyp. Laufband. Alter, ich weiß schon, was der baut. Direkt schon gesehen, Laufband. Dann wird das ein Fitnessstudio. Komm, wir können schon mal ein bisschen laufen. Ein bisschen abspecken. Schon mal für Weihnachten, da kommt wieder das nächste Essen auf die Rippen. Cool, Fitnessstudio, gefällt mir gut, ja? Denke ich mal, dass das Fitnessstudio wird. Gehe ich mal stark von aus. Skillertreppe. Ist das laufende Paketband, Paket? Ah ja, er baut ja hier die Neverland Ranch von Mac, ach, von McDonald's, von Michael Jackson. Ah, geil. Das soll hier diese Bahnstation sein, sagt er mir. Cool. Das schauen wir uns dann aber nochmal an, wenn es komplett fertig ist. Ach, guck mal, da hat er auch schon einen Eingang gemacht. Ah, Michael. Oh, Michael ist falsch geschrieben. Das A und das E muss getauscht werden. Neverland. Ja, Neverland Ranch. Cool. Ja, bin ich mal gespannt, wie das hier so wird. Platz ist ja auf jeden Fall genug da. Fett. Gut. Was jetzt noch fett ist, ist, dass ich jetzt ein Folgenpäuschen mache und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Mal schauen, ob dann das Paket hier auch noch mit dabei ist, Skillertraps. Du kannst mich nicht verstecken. Da bin ich. Jo, liebe Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Und wenn ihr neu seid, abonniert mich doch gerne. Dann könnt ihr dieses Projekt immer verfolgen. Glocke aktivieren, wäre ganz cool. Jo, macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.